Heute sind wir wieder zurück in einer fresh neuen Folge Minecraft-Freunde. Und ich habe heute vor, in Minecraft-Freunde die sicherste Base zu bauen. Aber hier, Leute, ist ja auch nichts, wovor wir uns sichern müssen, Leute. Dafür müssen wir nämlich heute woanders hin. Ich möchte nämlich das gefährlichste Tiefseemonster in ganz Minecraft-Freunde entweder vielleicht töten oder hoffentlich davon nicht getötet werden. Übrigens, ich habe hier auf meiner Erkundungstour habe ich hier noch einen zweiten Frogifroxen gefunden und jetzt haben die beide hier so ein Haus, wo sie hier wohnen können. Nichtsdestotrotz, ich habe hier all meine Materialien hoffentlich. Ich nehme hier nochmal vorsichtshalber etwas mit und dann werden wir versuchen, eine sehr, sehr sichere Base zu bauen. So, ich nehme hier nochmal anderes Seed einfach mit und vielleicht nehme ich mir am besten nochmal so Kakteen und sowas mit, weil wir wollen ja eine sichere Base bauen. Und da sind Kakteen, glaube ich, relativ praktisch schon mal. So, wir bauen das einfach hier unten ab, klauen wir von Flo einfach. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, lieber Flo. Moment, wir müssen das, glaube ich, gar nicht abbauen, weil wir können uns hier auch doch bestimmt bedienen, oder? Ein bisschen Platz haben wir noch in unserem Rucksack, deshalb können wir noch mehr Sachen einfach mitnehmen. Denn hier bei unserer sicheren Base gilt einfach, je mehr, desto besser. So, wir nehmen hier Bruchtiefenschiefer einfach mit. Wir nehmen hier einfach noch mehr Eisen auch mit. Wir haben gar nicht mehr so viel Eisen. Dieses Papier, das brauchen wir gar nicht mehr. Boah, ich habe auch richtig viel Obsidian, Alter. Das ist richtig nice. So, und dann müssen wir einmal an Nether. Weil in dem Nether, Leute, haben wir nämlich ein Portal, das uns relativ schnell zu dem Biom führen sollte. Aua, was hat mich denn da abgeschossen, Alter? Du, Junge, 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 der wollte Stress. Und dann müssen wir erstmal ganz, ganz weit in diese Richtung. 1500 Blöcke ungefähr. Und so ein bisschen in diese Richtung. Ein bisschen in diese Richtung. Das Gute ist, dass wir hier im Nether sind, wo sehr viel Lava ist. Weil ich glaube, ich brauche auch sehr viel Lava. Oh, der hier hat eine Trompete. Oh, jetzt die Musik aus. Schade. Oh. Hat der den Kopf gedroppt? Naja, ich hoffe nicht. So, knapp 500 Blöcke noch, dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Chillig, auf jeden Fall. So, und ich glaube, hier kenne ich den Weg schon fast auswendig. Und zwar muss man hier lang, dann muss man hier durch. Dann ist hier das erste Fake-Portal. Dann müssen wir an dem Fake-Portal vorbei, dann hier hoch, da runter. Und dort geradeaus befindet es sich dann. Ja, GeoGuessr hat mich noch stärker gemacht in meiner Navigationsfähigkeit. So, und dann wären wir hier auch schon. Wenn wir hier runtergehen, sind diese gefährlichen Tiefen hier. Wo hier ist auch irgendwo ein Wal oder sowas. Aber hier unten sind halt diese ganz gefährlichen Sachen. Und ich glaube, direkt hier runter würden wir das auch einfach bauen. Wir bauen uns einmal knackig hier runter, dass wir hier so auf Tiefseelevel sind. Aua, aua. Der hat mich erschrocken, Alter. Wir werden schon direkt angegriffen. Das müssen wir auf jeden Fall sicherer bauen. Ja, ja, Kollege. Ich weiß, dass du mich angreifen willst. Aber du kriegst mich nicht. Yes, hab ihn. Oh, da kommt leider schon der Nächste. Ich habe das Gefühl, meine Mission für heute wird anstrengender als gedacht. Jetzt brauchen wir aber, ich mache mal hier kurz den Spawnpunkt, einfach mal Stufen. Weil ich glaube, wir bauen als erstes die Base mit ein paar Stufen. So, okay. Und die Base müssen wir hier unten bauen, damit wir darauf Sand zum Beispiel platzieren können. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob wir mit Sand das bauen möchten. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal eine Plattform. Oh Gott, er verfolgt mich. Geh weg, du Schwein. Oh nein, da kommt auch noch so ein Ritter. Boah, das wird heute richtig anstrengend, Leute. Maybe könnten wir jetzt so die erste Verteidigungssache bauen. Okay, sie können darauf auf jeden Fall raufgehen. Das ist nicht so gut. Zack, 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 zack. So, und dann platzieren wir Bruchstein hier an den Ecken und hier überall Zäune. 1, 2, 3. 1, 2, es hat nicht gereicht. Oh, wir haben ja auf jeden Fall ein dickes Problem, aber das ist eine coole Challenge irgendwie geworden. Ich versuche mich mal hier kurz reinzubauen. Oh no, oh no. Uff. Aber wir können sie hier so leicht erwischen. Da kommen sie nicht mehr raus. Ah, hier können wir wenigstens gegen sie kämpfen. Zack, ich muss das Wasser hier, glaube ich, gleich rausmachen. Komm, du kommst auch weg. Oh nein, jetzt ist hier auch noch ein Wal. Oh no, der Wal hat Probleme. Ich habe auch miese Probleme, muss ich sagen, hier beim Bau. Aber wir müssen unsere Plattform weiterbauen. Oh no, wo kommst du denn her? Hätte ich mal doch einfach meinen Bogen mitgenommen. Hätte ich ihn einfach mitgenommen. Der hier ist nämlich ultra strong. Ich glaube, ich bin einfach hier mal eine Lohe. Die hat nämlich ein paar mehr HP. Oh no. Oh no. Ich bin in dieser Blase und da komme ich nicht raus. Oh no. Hier werde ich jetzt sterben. Nein. Oh mein Gott, ich habe es überlebt. Oh mein Gott, es fliegt einfach hoch. Oh mein Gott, es macht nochmal diese Bubble. Oh mein Gott, ich bin geliefert. Komm, 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 komm. Oh, ich darf auf jeden Fall hier nicht in der Luft sterben. Uff, 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 uff. Ich will mein Steak essen. Ey! Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gespawnt, trapped, Alter. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe.
Joppa. Uncooles Teil auf jeden Fall. Gut, das war solide anstrengend auf jeden Fall. Also hier ist es auch richtig wichtig, eine sichere Base zu bauen, Leute. Puh, wir bauen das, glaube ich, doch lieber als Lohe. Die ganzen Mobs scheinen weg zu sein, bis auf der Kollege hier. Aber den machen wir jetzt auch einfach mal weg. Ey, wer haut mich hier? Ach so, das Wasser, lol. So, und wir bauen jetzt einfach unsere Plattform hier weiter. Ich glaube, hier würde ich schon als nächstes die Lava hinmachen. Aber bevor wir die Lava hin... Upsili. Upsili. Bevor wir die Lava hier hinmachen, brauchen wir auf jeden Fall noch so eine Verteidigungsplattform. Und wir brauchen auf jeden Fall hier mal eine Werkbank, um hier ein paar mehr Stufen zu machen. So, und bisher haben wir relativ viel Ruhe von den ganzen Mobs. Oh, aber wenn ich in Wasser komme, ich bin ja eine Lohe, Leute, gerade, dann kriege ich hier gut Schaden. So, und ich hatte doch Kakteen mitgenommen, ja. Diese Kakteen platziere ich jetzt hier an den Ecken auf jeden Fall. So, so. Und dann versuche ich immer so einen Zweierabstand zu machen. Ne, einen Einserabstand. So, zack, 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 zack. Okay, cool. Dann können wir... Oh. Machen die hier wieder schon Ärger. Aber sie kriegen Schaden. Kriegen immerhin schon mal Schaden hier von meiner Verteidigung. Boah, das funktioniert voll gut. Bin voll stolz. Ja, kommt ruhig rein. Kommt ruhig rein hier, Leute. Ihr könnt ihr Schaden bekommen von meinen Kakteen. Macht mir gar nichts. Hier kommen noch Laser hin. Hier kommt noch Lava hin. Hier kommt alles hin. Okay, dann versuche ich mal hier meinen Wassereimer zu entleeren. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich nehme einfach mal an, das Seed, um das Ganze hier zu füllen. So, aua. Uff, hier ist noch so ein fetter Ritter. Oh, das sieht schon ganz cool aus. Oh, geil, Alter. Endlich mal so eine richtig geile Security-Plattform. Und dieser Ritter, der nervt gerade. Aber er nervt nicht mich. Also er kann mich, glaube ich, scheinbar nicht hitten. Platziere ich einmal hier Lava. Dann platziere ich einmal hier Lava. Oh, das ist nicht ganz mittig. Das triggert mich ein bisschen. Nein. Wieder so eine Qualle. Oh, diese Quallen sind nervig. Okay, die machen Gott sei Dank nichts kaputt bei mir. So. Hier muss ich nochmal Lava platzieren. Am liebsten würde ich... Die macht so wassermäßig. Komm schon. Aua. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Lava, habe ich gerade festgestellt. So, zack. No! Oh, das sollte nicht passieren. Ist auch zum Glück nicht passiert. So, dann können wir hier noch die Lava platzieren. Okay, dann ist das schon ganz gut. Dann brauchen wir eigentlich noch ein bisschen mehr Lava für die Ecken. So. Einmal hier. Aua, aua. Und einmal hier. Und die hier nervt hier noch so hardcore. Die müssen wir jetzt... Never mind. Wir sind in ihrer Bubble drin. In ihrer Bubble. Wo chillt die denn? Ich sehe die gerade gar nicht. Anyways, ich wollte eh mit Magma-Blöcken jetzt weitermachen. Ah, oh, da ist sie, 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 da ist sie. Oh, ich so wenig Leben. Versuch mal Folgendes, Leute. Ich mache jetzt einfach mal mich zum Tiefenritter. Puh, drei solche Qualen. Das ist super nervig. Oh no, ich bin auch noch dazu im Wasser. Das ist mega dumm. Ich muss ein bisschen regeneraten. Boah. Uiuiuiui. Was ist, wenn Tag ist und ich ein bisschen chille jetzt kurz? Oh no. Boah, ich dachte, ich fall runter. Sind die jetzt weg? Nee, die sind immer noch da. Und die sind mega aggressiv. No, der Wal. Los, Wal, hilf mir. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin stärker als ihr. Oder auch nicht. Ich habe eine Doppelbubble gerade abbekommen, leider. Ich muss dann immer nach oben. Weil ansonsten ich mein Stuff verliere. Schade. Sind die jetzt immer noch da? Ja, einer ist noch da auf jeden Fall. Boah, ich komme halt auch nicht an die ran, weil die immer im Wasser sind. Ich muss sie vielleicht einfach nur zu meiner Verteidigung führen. Vielleicht reicht das dann schon. Wisst ihr? Boah, immer nur so ein... Boah, zack, zack. Boah. Was wollt ihr von mir? Geht mal bitte weg. Bin hier richtig heftig im Dauerfeuer. Und jetzt in so einer Bubble. Puh, uiuiuiui. Ist das vielleicht anstrengend, du? Ich wünschte, ich hätte einen Enderdrachen-Morph, damit ich mich einfach mit richtig vielen Herzen hier morphen kann. Aber wenigstens diese tiefen Ritternerven nicht mehr so krass. So, zack. Okay, haben wir Gott sei Dank die nächste Schicht endlich mal gebaut. Die nächste Schicht könnten wir theoretisch aus Seelensand machen. Aua! Oh no. Ich hoffe, der Wal macht nicht mehr meine Plattform hier kaputt. Die Kakteen waren echt scheinbar am heftigsten. Also so von Damage her. Oh, oh. Der Wal, der Wal, der Wal ist direkt unter meiner Plattform. Bitte, Wal, mach mich nicht, mach nicht diesen. Ich habe leider zu wenig Seelensand. Das reicht. Im Ernst. Im Ernst. Denn ich hole mir jetzt einfach mal ein bisschen Seelensand. Das fehlte mir irgendwie noch.
Komischerweise habe ich scheinbar irgendwie es geschafft, meine Schaufel wegzuschmeißen. So, so allzu viel Seelensand brauchen wir ja gar nicht mehr. Da drüben ist noch ein bisschen Seelensand. Das nehmen wir dann einfach mit. Und ich glaube, das sollte dann auch reichen für das, was ich vorhab. Ich hoffe, die Mobs sind jetzt ein bisschen weniger geworden, da ich jetzt hier gerade kurz im Nether war. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. Easy. Okay, so. Du kommst direkt angeflogen? Hm, dich kriege ich. Dich kriege ich, Alter. Nein, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Komm schon. Komm schon, komm schon. Geh einfach tot. Los. Yeah. Puhuhu. Erwischt, Mann. Okay, das heißt, ich brauche jetzt Seelensand. Einfach nur ein bisschen den Rest. Zack, 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 zack. Ups. Warum verbaue ich mich immer genau da? Ups. Oh, Mann, ey. Und dann machen wir einfach hier alles voller Seelensand. Nee, ich meine das blaue Feuer. Mann, was ist mit meinem Hirn los? Einfach hier komplett herum. Bam, bam, bam. Bam. Okay, dann haben wir hier die nächste Schicht. Das ist auch sehr, sehr cool. Dann machen wir jetzt schon wieder die nächste Schicht. Und zwar machen wir jetzt die Benson-Verteidigung. Verteidigung à la Benson. Und zwar, ihr wisst ja, Ben hat um sein komplettes Haus hat er so einen Stacheldrahtzaun. Und den werden wir jetzt einfach auch platzieren. Nein, da ist wieder so eine Qualle. Die Quallen sind die schlimmsten, Alter. Diese Tiefenritter, die sind easy. Die springen hier einfach rauf und tun sich weh und sind dumm. Aber diese Quallen sind so ein bisschen schlau sogar. Guck hier, der kriegt jetzt Damage dadurch. Oh nein, sie hat mich in ihre Bubble gesperrt. Oder was ist, wenn ich sie selber bin? Jo. Okay, ich kann dann zwar leider nicht fliegen. Komm her, du Opfer. Qualle gegen Qualle. Ich kann zwar nicht das, was du kannst, aber ich habe genauso viele Herzen wie du. Ich muss kurz was essen, Alter. Zack, zack. Boah, das ist hier anstrengend und nervig. So, ich baue jetzt einfach meine Sachen. Aue! Alter, wie viele seid ihr denn bitte? Ich bin unter meiner... Oh nein. Ich bin unter meiner eigenen Verteidigung. Bin ich drunter? Ich bin unter meiner eigenen Verteidigung. Uff, 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 uff. Das ist wahnsinnig anstrengend hier. Puh. Die müssen halt einfach nur hier raufklettern. Wie bringe ich die... Ja, ja, genauso wie du. Ja, kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch. Kommt alle hoch. Und kriegt alle Schaden. Genau so sollt ihr sterben, ja. Boah, ja. Du sollst mir nicht auf den Nerv gehen. Yes. Na, wer ist hier? Wer? Wem gehört dir der Ozean? Mir oder euch? Offiziell euch. Aber egal. Zack. 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 Jetzt kommt ihr alle mal wieder hoch. Oh, meine Rüstung ist schon gut gedamaged, muss ich sagen. Aber so wie der das macht und so wie du das machst, macht ihr das richtig toll. Ihr tötet euch nämlich selber. Oh nein, da kommt die nächste. Ich habe eine gekillt und dann kommt direkt die nächste. Nein, sie hat mich gebabbelt. Nein. Bitte babbel mich nicht. Bitte babbel mich nicht, Alter. Nein. Vor allem, ihr macht so voll die süßen, schönen Geräusche. So, guck mal, wir sind ein tolles Ozeantier. Aber eigentlich seid ihr total hässlich. Ozeanmagier, Alter. Boah, ey, die machen meine Rüstung so heftig kaputt. Und da unten ist wieder die nächste, ey. Es ist so nervig. Ich will hier doch einfach nur eine secure Base bauen. Gott, hier sind drei Stück. Ich fliege einfach mal weg und ich hoffe, sie fliegen mir hinterher. Ja. Genau so. Ja, 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 ja. Ich muss einfach nur was haben, was extrem... Ich muss einfach nur extrem weit wegfliegen und dann jucken die sich hoffentlich nicht mehr für mich. Boah, dann kann ich endlich mal weiter mit meinen Crafting-Sachen machen. Und zwar wollte ich einfach so einen Zaun machen, so wie diesen hier. Dafür brauche ich aber Fichtenholzstämme und eine Menge Sticks. 48 wird auf jeden Fall nicht reichen. Aber wir können da auf jeden Fall hier schon mal alles platzieren. Ich glaube, die machen das so mit einer Ecke. Aber das wird doch verbrennen, oder? Verbrennt das? Weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Aber 48 wird auf jeden Fall nicht reichen, sag ich mal. Und das ist, was ich mit Verteidigung à la Benson meine. Ich glaube, das hier baue ich doch ab. Nein, in der Bubble. Ah, okay. Ich baue einfach nur diesen machen. Dann kann ich die eine Attacke auf jeden Fall dodgen. So, jetzt haben wir 15 Zäune. Ich hoffe, das reicht. Ja, es reicht. Perfekt. Boah, und dann haben wir die nächste Verteidigung hier. Uiuiuiui. Dir selber machen. Und dann stört mich dein Bubble hoffentlich nicht. Oder? Nee. Dann geht meine Bubble irgendwann mal weg. Ha! Ich hab's outsmartet, Junge. Puh, ich
muss hier aber trotzdem wegfliegen. Es ist schwieriger als der Enderdrache, Leute. Also der Enderdrache ist jetzt auch nicht so super schwierig. Aber es ist schwer. Was sagt meine Rüstung? Oh, meine Rüstung ist nicht mehr so gut. Leute, ich würde sagen... Oh, das Obsidian, das reicht nicht mehr. Wir machen hier an die Ecken so 3 Obsidian. So. Dann können wir hier das noch so ein bisschen höher machen, weil das reicht dann auf jeden Fall. Oh nein. Ah, das war ja richtig. Ich glaube, ich habe mich hier verbaut. Ja, lol. 2, 3. Hä, hier habe ich wieder so komisch gebaut. Denn ich habe hier noch die Laserblöcke, Leute. Ich würde gerne hier einen platzieren. Hier einen platzieren. Da einen platzieren. Und hier einen platzieren. Dann brauchen wir dieses sogenannte Schadensmodul. Zack. Da klicken wir einfach hier rein und packen das Schadensmodul hier rein. Ey, jetzt reicht's hier aber mal. Du. Und wisst ihr, was ich vermute? Ich vermute, dass die so ein bisschen zu weit auseinander sind. Deshalb machen wir hier überall in der Mitte. Oh Gott. Einfach mal Obsidian. Weil ich glaube, die sind zu weit auseinander. Und wir haben ja noch Laser. Yes, jetzt connecten die. Geil. So. Ey, hier in der Mitte muss ich noch ein. Bitte. Oh Gott. Nicht verbaut. Zack. Und zack. Dann brauchen wir diese Linsen. Oh Gott. Warte kurz. Ich muss kurz gucken. Nach wohin muss es aktiviert sein? Das hier muss nach Norden und nach Westen. Oh mein Gott, sind das viele. Holy sh... Leute, guck mal, wie viele das hier sind. Yo. Norden und... Das hier muss nach Süden und Osten. Süden, Osten. Ey, die sind schon super nervig. Süden und Westen. Bumm, dann ist das hier alles all grün. All grün, oh mein Gott. Leute. Ich bin sehr, sehr happy mit unserer Verteidigung. Also, guck mal hier, Leute. Hier kommt auf jeden Fall nichts rein. Ey, wenn ich noch einmal als Lohe in das Wasser springe, dann bin ich der dümmste Mensch der Erde. Na, was machst du hier? Boah, Leute, meine Rüstung geht bald so kaputt, Alter. Geht das überhaupt? Ich bin doch so ein... Ich bin doch einer von euch. Warum? Nein, sag nicht, die ist jetzt in Nether gegangen. Dann habe ich ein richtiges Problem. Boah, da wartet schon wieder so eine Qualle auf uns. Wie unkorrekt. Und wir sind auch noch in einer Bubble. Wir sind sogar in einer Double Bubble, wenn ich es jetzt richtig checke. Wir sind in einer Triple Bubble. Oh nein, ich bin tot. Ich hoffe, mein Körper... Oh, wo ist mein Körper? Oh, ich bin da oben auf der Werkbank. Puh. Das ist eine Quattro-Bubble. Eine Quattro-Bubble. Leute, unsere Rüstung geht so langsam zu Ende. Ich glaube, ich liege jetzt... Achso, ich muss unbedingt meine Sachen noch mitnehmen. So, und so. Ich glaube, ich chill hier jetzt. Ich würde sagen, wir haben eine gute Verteidigung gebaut. Diese Quallen sind halt übermächtig. Schreibt gerne in die Kommentare, was man dafür hinbauen kann. Aber ansonsten sieht das schon übersick aus, Leute, hier. Meine Rüstung ist fast kaputt gegangen bei der Aktion hier. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Hause. Das bedeutet, ich verabschiede mich für heute, Leute. Es war wieder eine sehr, sehr geile Folge. Denkt dran, 28.04., also diesen Sonntag, kommt mein neuer Song raus mit Musikvideo. Es wird megamäßig geil. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und bis morgen. Tschüssi.